Guten Abend, liebes Publikum. Ich bin der Hörbi aus Wien, 74 Jahre und suche eine liebe, zu mir passende Dame. Hörbi, und wie lange sind Sie schon allein? 2,5 Jahre ist meine letzte Partnerin verstorben. Und jetzt fühlen Sie sich einsam und ungeliebt? Ja, es ist momentan nur die Katze, die streicheln kann. Ist das schlimm? Ja, zuweilen schon, ja. Und was für eine Frau suchen Sie? Ich möchte da nicht irgendwelche Ansprüche stellen. Sie soll halt lieb sein, treu, unternehmungslustig, abenteuerlich sogar und halt improvisieren können. Was ist mit Ihrem Leben passiert? Sehr früh, jung geheiratet. Wie alt waren Sie damals? 22, die Frau war 19. Wollte von zu Hause weg. Ne? Und Kinder? Ja, sind dann der Reihe nach gekommen. Zwei Buben dazwischen, zwei Mädchen. Und wie lange hat die Ehe gedauert? 22 Jahre, ja. Und was ist dann passiert? Ja, es war durch das Hausbauen, war der Ton rauer. Es war zu viel Arbeit und zu wenig Liebe da. So könnte man sagen, ja. Und wer hat die Scheidung wollen? Naja, meine Gattin. Es war aber, muss ich dazu sagen, in der Zeit, Ende der 80er Jahre, glaube ich, war ganz allgemein so eine Bewegung, dass viele Frauen sich befreit haben von Haushaltspflichten, also Pflichten, also sich selbst verwirklichen wollten. Also sie ist gegangen? Ja. Und Sie haben die Kinder gehabt? Naja, die Kinder waren bei mir, wir haben uns da geeinigt, das Haus war halb fertig, wären die Kinder bei ihr gewesen, hätte man dort nichts mehr machen können, wenn ich 2/3 vom Gehalt weitergebe. Und das wollte sie auch nicht, sie wollte, dass das eigentlich erhalten bleibt. Und die Kinder wurden befragt, denen war es egal. Und ja, weil ich auch, sie hat auch kein Einkommen gehabt und es wäre für sie, es waren eigentlich für sie zu viel. Die vier Kinder waren ja generell zu viel. Und Ihnen nicht? Kann ich nicht sagen, nein. Aber mittlerweile sind die Kinder alle schon erwachsen, ich bin schon Opa, also das Problem stellt sich nicht mehr. Also die Kinder wohnen nicht mehr bei Ihnen? Nein. Radl, dadl, dudeldi, im Radl geht's früh schneller hin. Radl, dadl, dudeldi, an jedem Ziel ist geil. Radl, dadl, dudeldi, im Radl geht's früh schneller hin. Radl, dadl, dudeldi, ein Radl macht erst richtig frei. Das Auto doch ganz einfach stehen, das Radlfahren ist gesund und schön. Mit dem bin ich gefahren durch Südafrika. Und in Kuba, ja, USA habe ich durchquert, 5000 Meilen bin ich quer durchgeradelt. Und ja, aber auch in der Heimat, das ist auch schön. Den Inn hätte ich als nächstes gern gefahren, den Rhein und Main. Das, ich bin ja auch sehr kulturinteressiert, weil der Main speziell von Wagner angefangen, denn das verfolgt einem ja die ganze Tour. Also ich tue das halt immer mit einbeziehen. Und was ist, wenn sie nicht so eine tolle Radfahrerin ist? Das soll nicht das Wesentliche sein. Lieber eine liebe, nette, wo man sich anschmiegen kann und dann gegen sein. Und das geht mir halt ab. Und alles so extrem, weiß mir auch nicht, ob das immer gut geht. Da sind ja das meistens auch wesentlich Jüngere. Na, soll sie wesentlich jünger sein? Ich glaube, das wird vielleicht ein Problem sein. Die erwartet sich ja auch was. Und was kann ich ihr bieten? Ich habe keinen Porsche, ich habe keine Villa, ich habe keinen Swimmingpool. Ja. Ich habe vielleicht mein sonniges Gemüt mir erhalten, aber das ist eine gescheite Pensionistin, die Zeit hat? Ja, das
wäre vielleicht ein bisschen unkomplizierter. Und wie die Frau ungefähr ausschauen soll, groß, klein, egal? Na, ich habe die Erfahrung gemacht, dass je kleiner die Frauen sind, dass sie umso größere Männer haben wollen. Ich bin 1,68 und da sage ich immer, da falle ich schon einmal durch den Rost. Ne? Ist das ein Problem? Nein, eigentlich nicht. Verstehe mich oft besser. Also komme oft zusammen mit Frauen, die gleich groß oder ein bisschen größer von mir aus sind. Also da habe ich kein Problem. Kann auch ein bisschen mollig sein, wenn das will ich niemand. Also Sie haben ganz gern eine mollige Frau. Ich meine, es sollen sich die nicht ausgeschlossen fühlen.